Ihr wollt wissen, wie es mit den Kraftwerken weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, heute wollen wir hier das Türmchen und das Türmchen bauen, also anbauen quasi. Damit wir hier weitere Kraftwerke reinkriegen, also Generatoren. Und Materialien habe ich mir gerade schon mal geholt. Für 10 Stück hatte ich genug. Also können wir schon mal wieder 10 Stück von den Dingern hier hinbauen. Jo, fangen wir auch direkt an, würde ich sagen. Wie gesagt, den setzen wir hier in die Ecke rein. So, jetzt müssen wir einen drüber ziehen. Da das Loch in der Mitte freilassen. Dann haben wir hier 3. Ja, schön darunter, wie immer. So, dahin, dahin, dahin. Das gleiche machen wir auf der Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und nochmal 3. Und dann machen wir den Spaß hier noch. 1, 2, 3. So. Das wollten wir hier haben. Dann geht der da raus. Dann gehen wir mal, gehen wir hier vorne rum. So. Und den, wie hatten wir den jetzt gesagt? Den hatten wir in die Richtung gehen lassen. Warum eigentlich? Wir hätten den ja jetzt genauso hier dran setzen können. Das wäre doch auch gegangen. Aber gut, jetzt habe ich das so gemacht. Dann ziehen wir das noch durch. Das heißt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir hier diese Runde, die geht dann da ins Wasser rein. Vielleicht lassen wir die auch einfach hier weiterlaufen. 3. Dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir nämlich die 3 hier auch schön. So, jetzt muss ich darauf achten, der muss frei bleiben. 1, 2, 3. Und dann 1, 2, 3. Ja, bis 3 zählen habe ich gelernt. So. Das sieht doch hier in der Etage schon mal ganz gut aus. Wie sieht das hier vom Platz her aus? Na gut, da kann man hier was hinbauen und die Kraftwerke da hinten hin oder hier mit einbinden. Das müssen wir dann noch gucken, wie wir das machen. So, jetzt muss ich natürlich, ist die Frage, setze ich, ich habe ja hier schon mal angefangen. Ach ja, hehe. Ich muss ja hier unten drunter auch noch den Spaß fertig machen. Aber das machen wir hier unten ein bisschen anders. Da ziehen wir einfach die Platte von da wirklich stumpf rüber. So weit wie geht.
Oder so weit wie nötig ist. Warte mal. Weil hier könnten wir dann anfangen, die... Genau. Da ziehen wir so. Ja, heute wird eine Runde betoniert. Schöne Plattform. Also, den Rahmen dafür. Da noch ein bisschen. Nachher, wenn wir hier alle Kraftwerke stehen haben, da haben wir irgendwie schön Wände drumherum. Aber ich glaube, das dauert noch ein Momentchen. Zack, zack, zack. So klar, einen erwische ich wieder unten drunter. Das wäre mit der Smart Mod deutlich einfacher, aber... Mit der spielen wir hier nicht. So. Aber immerhin ging das relativ zügig. So, hier haben wir nur das Problem, dass wir oben noch nichts haben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hoch, setzen da das, was wir da brauchen, und dann springen wir nochmal runter, ziehen das von oben, also, ja, dann quasi von oben runter. Das geht deutlich schneller, als wenn wir das jetzt Stück für Stück von unten nach oben bauen wollen. So, hier rauf. Ein schöner Loop hier. So, wie haben wir den Spaß jetzt hier? Das ist das Kraftwerk. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Die Kante war genau hier die Kante, ne? Stimmt. Dann nehmen wir uns das hier mal. So, wo ist hier der Punkt? Das müsste ungefähr hier drüber sein. Das heißt, wir ziehen den Spaß hier so lang. Ungefähr hin. Ja, einer müsste noch. Und dann müsste das Löchlein kommen. Nein, Loch, habe ich gesagt.
oder? Okay, ich hab's schief gebaut. Egal. Das ist jetzt nicht das Problem, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, macht doch Sinn. Wenn ich da 4 habe, ich Depp. So, okay. Dann setzen wir den halt hier rein. Und da hinten. So. Jetzt war das ein. So, und den oben drauf. Genau. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe und hier runterfalle, dürfte ich ziemlich genau dieses Loch treffen. Oh. Also zumindest fast. Aber es hat geklappt. Ich habe es hingekriegt. Bin selbst ein bisschen überrascht, aber das ging besser, als ich befürchtet habe. Was nicht so gut ging, war der Abstand, den ich gewählt habe. Verdammt! Nicht cool. Wir müssen ja sowieso nicht bis hier unten durch. Das ist jetzt nur Kosmetik. Ja, ich hätte nur den einen abbauen müssen, ich weiß. So. Weil hier geht ja alles hoch und in den einzelnen Dingern geht ja nur das runter, was wir da brauchen. So, wieder rauf. Die Etage haben wir. Dann machen wir die nächste. Und so weiter. Okay, das drumherum bauen hat schon mal gut geklappt. Eins, zwei, drei. Und nochmal 1, 2 und 3. So, dann haben wir hier schon mal den Platz fertig.
Und da. So, dann haben wir auch das hier. Können die nächsten hin? Ist nur die Frage, gehe ich hin? Setze erstmal die vier und dann, keine Ahnung, hier schon mal zwei oben drauf. Von hier aus habe ich doch eigentlich eine ganz gute Übersicht. Kommst du hier? Und du gehst. Na komm. Dahin. Dann kannst du nämlich dahin. Da haben wir die doch schon mal stehen. Wenn ich jetzt hier rumgehe, müsste ich eigentlich die anderen setzen können. Außer ich stelle mich zu blöd an, aber wäre ja nichts Neues. Da ist jetzt... Da ist er jetzt im Weg. Okay, aber ich kann den setzen. Und ich kann definitiv den Kollegen hier setzen. Und den müsste ich auch setzen können. Irgendwie. So, haben wir die schon mal. Dann gehen wir jetzt eine Etage höher. Dann setze ich da die beiden äußersten. Oder nee, ich setze die nach innen und lasse außen frei, oder? Weil hier ist außen frei. Könnte ich da freilassen und da freilassen? Ja. Ein... Eigentlich ist das Shit egal. Welche ich setze und welche noch nicht. Solange ich sie nicht anschließe, laufen sie eh nicht. So, dann sind unsere 10 schon mal weg. Und wir können eine Etage weiter oben schön unserem Beton setzen.
Da, da. Das haben wir schon mal. Das ging ja flott. Und die nächste Runde. Und zwei rein. Dann ist auch diese Plattform fertig. Da machen wir zu. Hier war noch irgendwas, was wir ändern wollten. Hier waren die 8x2er Fundamente und Fundamente. Die wollten wir wegnehmen. Gott sei Dank stürzt der Spaß hier nicht runter. 8x2. So, das müssten alles 8x2er sein hier. Okay. Da ist die Mitte von dem, dann ziehen wir von da. Ja, wir machen sowieso nachher einen kompletten Deckel drauf. Dann sollte das passen. Und jetzt noch hier eben. So, bis dahin muss das erstmal reichen. Und dann können wir immer noch gucken, wie wir daran gehen. Das war ein wirres Hin und Her. So, da ist meine Leiter. Müsste noch genug für den anderen Speicher dabei haben, oder? Organisation. Ich werde das nie lernen. Einmal auf die andere Seite.
Und gut ist. So. So kann man einen Strommast auch verstecken. Immerhin, es funktioniert. Was soll es? So. Und jetzt noch. Schön hier runterlegen. Da ist die Mitte, zwei vor. Das dürfte gerade sein. Okay. Und dann von hier aus. Hierhin, zwei vor. Da läuft jetzt auch was rein. Der ist voll, das ist auch vollkommen okay. Wie ist das mit dir hier? Du bist voll, das ist auch super. Du wirst entsprechend voll. Ja, guck mal einer an. Dann heißt es jetzt fürs nächste Mal noch 10 Kraftwerke bauen. Generatoren, Entschuldigung. Und dann die Rohre verlegen. Jo. Das klingt doch nach einem Plan. So, hier rauf. Um da richtig abzustürzen. Oh, war der gut. Oh, Mann. Ja. Dazu sage ich mal lieber nichts. Ja. Das Einzige, was ich sage... Ich glaube, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Ein Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Lese ich gerne, beantworte ich gerne. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss.